Und ein herzliches Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Ganz neu. Ich kann zwar ab heute auch schon Shadow of the Tomb Raider spielen, aber meine Freundin hat sich gewünscht, dass sie das natürlich zuerst anspielt. Und, ja, nicht ich. Meine Freundin hat, kann das verstehen. Okay, also habe ich mir gedacht, komm, dann gibst du dich hiermit zufrieden. Wir spielen hier bei Lara Croft nochmal diese Extras. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn ich bei Leuten Let's Plays gesehen habe, hier von Rise of the Tomb Raider, da fehlen diese Sachen. Und da habe ich mir gedacht, hier gibt es vielleicht ein bisschen mehr Infos, um was es beim dritten Teil falsch gehen könnte. Ja, vielleicht so weiterführende Infos für die Fortsetzung oder so, ich weiß es nicht. Und da ich es eben nicht weiß, hatte ich mir gedacht, komm, solange meine Freundin noch nicht Shadow of the Tomb Raider angespielt hat und noch nicht einen gewissen Fortschritt hat, sodass ich dann hinterher aufnehmen könnte mit Shadow of the Tomb Raider, spiele ich halt das hier jetzt, Hauptsache Lara Croft, beziehungsweise Tomb Raider. Okay, wir fangen einfach mal an mit Croft Anwesen. Und achso, neue Geschichte, Blutsbande, neue Expedition, Laras Albtraum. Ein Bonus-Herausforderungsset für Kampfenthusiasten im Croft-Anwesen. Kämpfen Sie sich durch die Hallen, sammeln Sie Waffen und Munition, überleben Sie den Albtraum. Beginnen Sie die neue Geschichte Croft-Anwesen Blutsbande. Sie können Croft-Anwesen Blutsbande in der VR spielen. Ja gut, habe ich nicht. Ich spiele jetzt mal Blutsbande und dann, also ich kann mir damit darunter jetzt nichts vorstellen. Aber wie es aussieht im Croft-Anwesen. Ich meine, wir haben ja Croft-Anwesen angetippt. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Es gilt hier einfach nur dafür, um mehr Informationen zu kriegen. Ich weiß nicht, um zu diesem Spiel, als Vorgeschichte so gesehen, oder auch vielleicht zum nächsten Teil, nämlich Shadow of the Tomb Raider. Ich weiß es eben nicht. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also viel wird eventuell nicht passieren. Aber wir schauen mal nach. Also Rise of the Tomb Raider Blood Ties. Blood Ties? Habe ich das richtig ausgesprochen? Es lädt. Wichtige Hinweise finden Sie in der Relikten-Dokumentenansicht. Okay. Einige Dokumente und Relikte, die im Anwesen zu finden sind, sind wichtig für den Fortschritt der Geschichte. Letzte Aufforderung an Lara Croft, derzeitige Mieterin des Anwesens. Hiermit benachrichtigen wir Sie letztmalig über die Beendigung Ihres Besitzrechts am Croft-Anwesen. Wir fordern Sie auf, besagtes Anwesen unverzüglich zu räumen und zu übergeben an Atlas de Mornay, Nachlassverwalter. Lara, ich bedauere, dass du mir in dieser Angelegenheit keine Wahl lässt. Wie du weißt, haben deine Eltern mich im Falle ihrer Abwesenheit zum Nachlassverwalter bestimmt. Seit dem Verschwinden deiner Mutter wurde sie nie offiziell für tot erklärt. Und die Umstände um den Tod deines Vaters legen nahe, dass er kein formelles Testament hinterlassen hat, das diese Situation regelt. Leider hast du keinen rechtlichen Anspruch auf das Anwesen. Ich zahle dir eine monatliche Summe aus deinem Treuhandvermögen, wenn du das Anwesen bis Ende der Woche verlässt. Stell dich nicht gegen mich, Lara. Das hätte deine Mutter nicht gewollt. Hochachtungsvoll, Atlas. Oh, es muss ein Testament geben oder irgendwo auf dem Anwesen einen Beweis, was Mom zugestoßen ist. That's safe. Okay, somit müssen wir wohl... Wissen wir schon, was wir machen müssen, nämlich die Safe-Kombination sehr wahrscheinlich rauskriegen. Natürlich ist es zu. Eine Zahlenkombination. Die muss irgendwo in Dads Papieren sein. Vielleicht in der Bibliothek. So, wir schauen uns mal um. Es gibt einiges zu entdecken, das weiß ich auf jeden Fall. Und viel Information. Meine Geburtstagskrone. Auf das Ding war ich so stolz. Das ist meine Handschrift. Ich hatte eine echt schöne Schrift. Natürlich auf The Engines. Okay. Man kann leider nichts bearbeiten oder sowas zum Öffnen vielleicht oder so, aber süßes Bild. So, Hammer, genau, das haben wir. Also hier leuchtet immer einiges. Man kann hier echt viel nachgucken. Also es ist jetzt kein Action-Teil oder sowas, ne? Das ist hauptsächlich für die Geschichte. Ich habe mich nach Oxford geschickt, aber ich wollte ans UCL. Ja, sieht echt aus. Roth wollte mir ein Diplom fälschen, damit ich's Dad zeigen kann. Okay.
Wir wollen natürlich so viel wie möglich mitbekommen. Es ist ein reines Suchspiel und Informationsspiel gerade. Einfach nur eine Erweiterung. Einfach unglaublich. Ich habe heute jemanden kennengelernt, ganz unerwartet. Es hatte wohl nicht sollen sein. Ich war so in meine Arbeit und meine jüngsten Entwicklungen vertieft. Ich habe meiner Umwelt keine Beachtung geschenkt. Doch da saß sie, an einem Tisch in der Bibliothek. Sie heißt Amelia und studiert offenbar direkt neben mir. Ausgerechnet Kunstgeschichte. Wider mein besseres Wissen habe ich ihr von einigen meiner Forschungen erzählt. Ich wollte sehen, wie sie reagiert. Und sie hat mich nicht enttäuscht. Plötzlich war mir wie bei einem geistigen Schachspiel. Ein Schachspiel aus Argumenten. Irgendwann musste die alte Bibliothekarin uns wie kleine Kinder zum Schweigen ermahnen. Ich komme mir so dumm vor, sie nicht früher bemerkt zu haben. Sie ist eine tolle Frau. Die erste, die je meine Ideen hinterfragt hat. Ich weiß jedoch nicht, ob sie sich gerade genauso beschwingt fühlt wie ich. Doch ich glaube, unsere Unterhaltung hat uns beide angeregt. Zum ersten Mal seit langem denke ich an etwas anderes als meine Forschungen. Hoffentlich ist sie morgen wieder da. Ja. Erste Eindrücke, Lord Crofts Tagebücher. Ich wusste schon immer, dass sich meine Eltern in Oxford kennengelernt haben, aber nicht unter welchen Umständen. Das sieht Dad ähnlich, eine Diskussion über Mythologie zum Flirten zu benutzen. Na, Mythologie, da kann man viel drüber reden, also warum nicht? Meine Eltern waren ein gutes Team, haben sich gegenseitig gefordert. So, was haben wir hier? Ein Bild mit Dad und Anna. Na toll. Ich habe Kleider nie gemocht, aber die Farbe war schön. Warum auch immer, Kleider sind voll schön. Also gefallen mir zumindest. Eine Büste. Das ist vermutlich mein Großvater Benjamin. Okay. Benjamin Franklin. Nee, das war jemand anderes. So, hier kann man noch was öffnen. Oh, was haben wir denn da? Eine von Dads Yoruba-Masken. Das Geschenk eines Freundes von der Nigeria-Expedition. Okay. Schöne Maske. Ich weiß halt auch nicht, ob das so wichtig ist, alles zu finden, aber ich will natürlich alle Informationen haben. Endlich habe ich Richard der Familie vorgestellt. Es lief genau wie erwartet. Meine Mutter eisig, aber höflich. Mein Vater gleichgültig und desinteressiert. Atlas mit kaum verhohlener Verachtung. Natürlich missbilligen sie ihn. Für sie ist Lord Croft der Mann, der ihre geliebte Tochter geraubt und ihre langjährige Verlobung gesprengt hat. Ich hätte diesen widerlichen Earl of Farrington sowieso nie geheiratet. Man sollte meinen, sie wären froh, dass mir ein echter britischer Lord den Hof macht. Und das ist zufällig Richard Croft. Für sie der Mann, der im Alleingang eine einst große Familie ruiniert hat. Aber ich kann nichts daran ändern. Wie Richard ihre unterschwelligen Beleidigungen ertragen hat, so würdevoll und ruhig. Das hat er meinetwegen getan und bestätigt, was ich nicht länger leugnen kann. Ich bin völlig hoffnungslos in ihn verliebt. Es kümmert ihn nicht, was man über ihn denkt. Und ehrlich gesagt, mich auch nicht. Es wird Mutter das Herz brechen, aber ich kann nicht das Leben leben, das sie für mich will. Meine Zeit mit Richard hat das umso deutlicher gemacht. Okay. Moms eigene Worte. Ich kann mir fast vorstellen, wie sie spricht. Ich wünschte, ich könnte mich an ihre Stimme erinnern. Also ich höre sie. Nächste Schritte, Amelias Tagebücher. Okay. War bestimmt schwer für Mom, sich gegen ihre Familie zu stellen. Aber mich freut es. Ja, sonst gäb's dich ja nicht, ne? So, da haben wir eine Karte. Dads Karte der vergessenen Städte Nordsyriens. Er war dem Grab des Propheten schon näher, als er ahnte. Okay. Das war jetzt nicht gelb hintergeben. Über Unsterblichkeitsmythen könnte ganz nützlich sein. Oh, bei dem... Das ist eher so Thailand-mäßig, oder? Thailand, Indien. Richard Croft. Explores Myths in Search of Lost Tooth within Christianity. Ach, keine Ahnung.
Englisch ist leider nicht meine Stärke. Das ist schade, weil das würde mich jetzt mal interessieren, was da so steht. Ja, hier zugucken, kannst du mir vielleicht übersetzen. Da habe ich die Arbeit nicht. Okay. Was haben wir hier? Da haben wir nichts. So, wir konnten eben gerade die Tür aufmachen, die nicht gelb hinterlegt war, so gesehen. Haben wir da noch andere Türen? Nee, die geht nicht auf. Okay, das wird heißen, hier sind wir soweit fertig. Okay. Die Frau in einem roten Kleid. Und was hat die da in der Hand? Ist das... Eispickel? Messer? Ein bisschen unheimlich. So, hier liegt noch was. Diese Karte habe ich für meine erste Expedition mit Dad gemacht. Darauf ist ein Weg zur Bibliothek durch die Dienstbotengänge. Okay. Ist natürlich sehr hilfreich. Wie wir sehen, hier in der Arbeitszimmer sind wir rausgegangen und hier ist ein Geheimgang, wie es aussieht. So, finden Sie mit der Expeditionskarte den Eingang zum Dienstbotengang. Zur Bibliothek. Ah, die Library ist direkt neben uns. Schlossen. Es muss noch einen Weg hineingeben. Als Artefakte aus dem Niltal habe ich mir immer so gern angesehen. Cool, mal eine ganz andere Geschichte. Nach seinen Ägypten-Expeditionen war Dad fasziniert von Unsterblichkeitsmythen. Warum auch nicht? Und das Teil sieht so aus, als könnte man es aufklappen, aber ich glaube, wir können das hier nicht. Ägyptische Mythen haben mich auch schon immer sehr interessiert. Moment, ich kann durch den alten Dienstbotengang in die Bibliothek. Ja, ich weiß, da ist er auch. Aber wir wollen hier noch ein bisschen weiter gucken. Wir brauchen Infos. Hi, Dad. Ich denke in letzter Zeit viel an Mom. Ich weiß so wenig über sie. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war sie so? Winston sagt, sie war eine tolle Künstlerin. Sind ihre Gemälde im Westflügel weggesperrt? Und ich glaube, ich will einfach nur wissen, hat sie mich geliebt, Dad? Hat sie das je gesagt? Vielleicht bin ich nur albern. Aber wenn ich das nächste Mal heimkomme, erzählst du mir dann mehr von ihr? Okay, es war so schwierig für Dad über Mom zu reden. Klar, ich weiß jetzt nicht, was ihr zugestoßen ist. Es ist generell nie leicht, über jemanden Toten zu reden, den man geliebt hat. Ich weiß ja nicht, was passiert ist. Vielleicht erfahren wir das auch noch. So, was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier für einen Brief? Lara. Ich habe deinen Therapeutenbericht gelesen. Ich war überrascht über deinen ausgezeichneten Gesundheitszustand. Du hast deine absurden Behauptungen bestimmt nicht einfach so aufgegeben. Wo warst du überhaupt in den letzten Wochen? Meine Sekretärin hat deinen Flug am 20. in die Türkei entdeckt. Das war der Zollerklärung nach bestimmt kein Stadtbummel. Du führst etwas im Schilde und ich werde dir das Croft-Vermögen nicht für dieselbe fixe Idee überlassen, die zum Tod meiner Schwester geführt hat. Ah. Es ist noch nicht zu spät, deine Ansprüche auf das Anwesen freiwillig aufzugeben. Weigerst du dich, dreh ich dir den Geldhahn zu. Okay. Hochachtungsvoll, Atlas. Hochachtungsvoll. Genau, weil auch. Okay, Atlas de Mornay, Beseitigung. Ich weiß nicht, wie ich es finde, dieses alte Anwesen zu behalten, aber eins weiß ich, Onkel Atlas muss aus meinem Leben verschwinden. Und niemals würde ich dieses Anwesen einfach so abdrücken. Hallo, Sir Lancelot. Keine Angst, diesmal leihe ich mir dein Schwert nicht aus. Okay. So, wo geht's denn hier lang? Die Empfangshalle. Als Kind habe ich hier so gern gespielt. Die muss zuerst renoviert werden. Oh. Ja, hier sollte renoviert werden. Hier regnet sogar rein. Anscheinend stimmte das Geld nicht mehr so. Oh, da haben wir was. Eine Phönixfigur hat bestimmt Dads Idee der Unsterblichkeit angesprochen
aus der Asche heraus neu geboren zu werden. Das kann natürlich schon sehr gut sein. Schöne Relikte. Mal gucken, was wir noch so alles Schönes finden. Oder auch Unschönes, aber Interessantes. Da haben wir noch was. Das gehört Anna. Die meisten ihrer Sachen sind im Gästehaus. Was hatte sie hier drinnen verloren? Da hat jemand Sinn für Humor. Stop smoking, Lochwitcher. Okay. Alles klar. So, da dahinter wird wohl renoviert. Da haben wir eine Kiste. Wie es aussieht, verschlossen. Fehlende Ausrüstung. Zu öffnen brauchen Sie den Hauptschlüssel. Okay. Das heißt, für manche Kisten... Laura, du weißt doch, dass der Westflügel tabu ist. Tut mir leid, ich wollte nur schauen. Das Thema hatten wir schon. War hier Mams Zimmer? Bleib einfach da raus, Schatz. Dad hat den Westflügel immer so abgeschottet. Die Frage ist, warum? Ich brauche einen Schlüssel zum Öffnen. Oh. Das Croft-Wappen. Okay. So einen riechenden Wandteppich brauche ich auch für mein Wappen. Was sitzen Sie da auf dem Boden herum, Fräulein Lara? Ich sehe mir den Kompass an und denk nach. Worüber, wenn ich fragen darf? Bloß darüber, ferne Orte zu entdecken, Abenteuer zu erleben. Das werden Sie, kleine Lady. Sie haben eine Entdeckerseele, aber werden Sie nicht zu schnell groß. Okay. Das Angebot kam letzte Woche per Post und ich habe Richard noch nichts erzählt. Er ist schon in Tibet und ich fliege bald nach. Ich habe ihm nie gesagt, dass ich meine Werke eingereicht habe, weil ich nie dachte, dass sie angenommen würden. Aber eine Galerietour darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich werde über ein Jahr nicht in England sein. Sie beginnt in New York und geht dann weiter durch die USA und... Herrje, schon beim Schreiben wird mir schwindelig. Nach unserer Hochzeit wollte ich meine Malerei nur noch als Hobby betreiben. Doch Richard war dagegen und gab mir das Atelier und das Studio. Ohne diese Unterstützung würde ich vielleicht noch immer öde Landschaften malen. Nun werde ich das alberne Gefühl nicht los, dass es Verrat wäre, jetzt fortzugehen. Er wird darüber lachen und darauf bestehen, dass ich annehme, auch wenn ihm die Trennung das Herz brechen wird. Er hat mich nicht einmal gebeten, seinetwegen ein Stück meines Lebens zu opfern. Natürlich habe ich mit der Zeit viele kleine Opfer gebracht, aber verlangt hätte er das nie. Das Gespräch kann warten. Ich fliege zu ihm nach Tibet. Ich werde ihm diesen Fund nicht trüben. Ich werde bei seinem Triumph an seiner Seite sein. So wie er es auch bei meinem sein wird. Okay, das ist unglaublich. Mom war kurz davor, einen ihrer Träume zu erfüllen. Das Schicksal kann so grausam sein. Es kommt darauf an, wie man das sieht. Es kann natürlich was Positives sein, aber auch was Grausames. Je nachdem, was einem wichtiger erscheint. Oh, das sieht offen aus. Die darf ich bei meiner nächsten Reise nicht vergessen. Taschenlampe. Okay. Ach, neue Ausrüstung erhalten. Taschenlampe, okay. Jetzt kann ich mich im Dunkeln umsehen. Die Taschenlampe geht beim Betreten dunkler Bereiche automatisch an. Sehr schön. Da liegt noch was. Ein Handy, ein Smartphone. Hey, Jonah. Tut mir leid, dass ich mich erst so spät melde. Ich will ein bisschen auf dem Anwesen nachforschen. Es ist viel passiert und ich brauche Zeit, um zu überlegen, was ich als nächstes tue. Das alte Haus steckt voller Erinnerungen und Geheimnisse. Onkel Atlas hat mich so lange von hier fernhalten wollen. Ich weiß nicht mal, ob ich es behalten will.
Aber nach allem, was passiert ist, finde ich vielleicht heraus, was es mir noch bedeutet. Dafür nehme ich es mit ihm auf. Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder in London bin. Ich hoffe, Jonah macht sich um mich keine allzu großen Sorgen. Wir haben nicht miteinander geredet, seit ich nach Syrien gereist bin. Eine Nachricht an Jonah. Also unser eigenes Handy so gesehen. Laura, seit du von der Yamatai-Expedition zurück bist, beunruhigt mich dein sprunghaftes Verhalten zunehmend. Ich vermute, du hast eine Art psychisches Trauma erlitten und dein Benehmen ist ein Hilferuf. Du sollst wissen, dass ich dich laut und deutlich höre. Anne und ich finden, dass du dich von einem Fachmann untersuchen lassen solltest. Ich war so frei, einen Termin bei einem sehr qualifizierten Kollegen von mir zu vereinbaren. Näheres dazu erhältst du in Kürze per Post. Ich möchte betonen, wie wichtig das ist, Lara. Als Nachlassverwalter ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Anwesen in fähigen Händen ist. Offen gesagt verhältst du dich wie dein Vater zu seinen schlimmsten Zeiten. Damals hätte er das Anwesen fast selbst verloren. Ich möchte nicht, dass du seine Fehler wiederholst. Bitte, nimm meine Hilfe an. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Okay. Der erste Versuch meines Onkels, mich vom Anwesen zu vertreiben, der ging aber nach hinten los. Ich war nicht so verrückt, wie er glaubte. Eine dezente Bedrohung. Okay. Der will ja nur selber das Anwesen haben. Weil hier so viel Geschichte rumliegt und vielleicht Informationen über was weiß auch mehr. Eins von Dads Unsterblichkeitsartefakten. Ich glaube, Roth hat's für ihn von einem griechischen Händler mitgebracht. Okay. Hier haben wir noch eine Tür. Können wir rein? Nein, ist abgeschlossen. Der Hauptschlüssel. Der Hauptschlüssel ist wohl für die hauptsächlichen Türen. Für alle Türen. Da ist noch eine Büste. Die Schubladen hier können wir nicht aufmachen. Nee. Wen haben wir hier? Keine Ahnung. Ich sollte mich mal mit meinen Vorfahren beschäftigen. Steht da leider kein Name drauf, also, okay. Okay, hier scheint überhaupt nichts mehr zu sein. Sehr schön, da haben wir da schon mal ein bisschen was rausgefunden hier. Hier oben habe ich auch schon alles nachgeschaut. Dann bleibt uns nur der Dienstbotengang. Oder was ist eigentlich mit dem Laptop? Mit dem kann ich nichts anstellen. Den Dienstboten kennt ja noch jeder, oder? Aus den ersten drei PlayStation 1 Spielen oder 2? Ne, 1. Geheimnis der Vergangenheit. Nutzen Sie den Dienstbotengang, um zur Bibliothek zu gelangen. Oh, da liegt noch was. Amelia, Mutter hat davon erfahren. Sie weiß, dass du deine Verlobung mit dem Earl of Farringdon aufgehoben hast. Sie ist außer sich vor Sorge, aber noch hält sie die Nachricht zurück. Es heißt nur, du hättest kalte Füße bekommen. Aber sobald deine Affäre mit Lord Croft bekannt wird, ist es zu spät. Dann ist unser Name ebenso ruiniert wie der Mann, mit dem du verkehrst. Siehst du nicht, wie egoistisch du bist, Amelia? Denk an die Familie, du bist eine de Mornay. Alles, was du tust, wirkt sich auch auf uns aus. Ich komme bald nach London. Überstürze nichts, bis wir geredet haben. Klar, fällt alles auf die Familie zurück bei sowas, ist ja klar. Gerade um diese Zeiten hier oder als Lords und was auch immer. Aber muss man deswegen so abweisend sein? Lord Croft kann doch auch ein netter Bursche gewesen sein. Ich weiß ja nicht. Der unheimliche Butler. Wie gesagt, kennt doch jeder noch. Alles verfällt. Ich sollte meinem Onkel das Haus überlassen. Nee, wer weiß, was hier noch für Geheimnisse sind. Es heißt, zusammen zu reisen wäre eine gute Beziehungsprobe. Tja, diesen Test haben Emilia und ich mit Bravour bestanden.
Die letzten paar Monate in Ägypten waren einfach nur außergewöhnlich. Sie und Roth sind wie alte Studienfreunde. Mehr als eine Nacht haben sie bis in die frühen Morgenstunden durchzecht und Karten gespielt. Trotz ihrer vornehmen Erziehung kommt Emilia mit dem komfortlosen Leben besser zurecht als ich. Sie ist so einfühlsam, dass sie überall sofort Anschluss findet. Dank ihr hatte ich einen unerwarteten Durchbruch in meinen Forschungen. Sie hat einen Artefakthändler in der Altstadt überredet, mir eine wunderschöne, ungewöhnliche tibetanische Schriftrolle zu verkaufen. Soweit ich sagen kann, enthält sie Angaben zu einem Unsterblichkeitsritual. Ich glaube, ich sollte mit Emilia den nächsten Schritt wagen. Ich kann wirklich nicht mehr länger warten. Morgen halte ich um ihre Hand an. Unter der Sonne Ägyptens, inmitten von Staub und Ruinen. Ein Traum jedes Architekten. Archäologen, nicht Architekten. Okay, gemeinsame Reisen laut Koffs Tagebücher. Ich habe so viele Geschichten über diese Expedition gehört. Aus Dads Perspektive wird mir klar, dass es Mom war, die alles so unvergesslich gemacht hat. Wundert mich nicht, dass er sie so ganz spontan gefragt hat. Sowas kann natürlich einiges erhübschen. Okay, die Tür ist zu. Ja, der Hauptschlüssel. Schneller laufen kann ich nicht. Ratten haben hier unten auch schon. Da liegt noch etwas. Amelia, ich weiß, wir hatten in den letzten Jahren unsere Differenzen. Ich habe versucht, deine Beziehung zu Richards zu tolerieren, aber ich kann dich nicht stillschweigend auf diese unausgereifte Expedition gehen lassen. Du sagst, Richards Theorien hätten Potenzial, dass er vielleicht wirklich eine mythische geheime Wahrheit entdeckt habe. Aber ich sehe nichts, das diese Behauptung stützt. Und auch wenn mir dein Wort früher gereicht hätte, kann ich dich nicht deinen Namen und Ruf ruinieren lassen und den unserer Familie, um ehrlich zu sein, für einen irrsinnigen Kreuzzug. Ich werde Richards Investoren erzählen, wie er ihr Geld verplempert, aber ich möchte dir die Chance geben, das Ganze selbst zu beenden. Bitte, geh nicht nach Tibet. Wenn nicht um meinetwillen, dann wenigstens für Lara. Onkel Atlas hat meiner Familie schon zu lange Probleme bereitet. Ich bin froh, dass Mom seine Warnung ignoriert hat. Okay. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Achso, ja. Er hat keine Wahrheit entdecken können oder wie auch immer. Ist ja auch klar, er war ja bei der Expedition nicht dabei. Er konnte nur auf das Wort von den beiden hören, aber wir wissen ja, was er anscheinend für eine Beziehung zu den beiden hatte. Also hat es natürlich das Ganze nichts gebracht und er hat keinen Beweis dafür gesehen. Weil er selber nicht dabei war. Noch genauso gruselig wie früher. So viel Alkohol, das ist echt gruselig. Was war das? So, das hier können wir schieben. Kannst du es auch loslassen? Tatsächlich, okay. König nach D1. Diesmal gewinne ich Winston. Kluges Mädchen. Aber inzwischen müssten Sie wissen, dass Gewinnen nicht alles ist. Dame nach C6. Schach. Du hast leicht reden. Du gewinnst immer. Springer schlägt Dame. Was ich damit sagen will, genießen Sie die Reise, Lara. Stürmen Sie nicht zum Sieg. Läufer nach D7. Ich weiß, Winston, ich will nur... Oh nein, das habe ich übersehen. Sie müssten wissen, dass auf diesem Brett nicht mit mir zu spaßen ist, junge Dame. Schachmatt. Ich gewinne schon noch. Irgendwann. Darauf habe ich mit unserem alten Butler Winston Schach gespielt. Ich habe nie gewonnen. Ich habe immer weiß gewählt, ob ich mal gewonnen hätte, wenn er angefangen hätte. Tja, zu sehr auf den Sieg natürlich immer
Was heißt, sich verlassen, aber drauf zu bauen oder darauf hinarbeiten ist einfach nicht gut. Puh. Wie ich es immer bei Mario Tennis Aces sage oder bei Pokémon Tekken DX. Man muss auch verlieren können und es kommt auf den Spielspaß drauf an. Nicht darauf, immer zu siegen, weil... Ich weiß nicht. Wie er schon sagt, die Reise zum Sieg ist das Gute. Nicht der Sieg als solches. Und da muss ich dem recht geben. Es macht mehr Spaß, auch immer wieder zu verlieren. Und wenn man da mal siegt, das ist ein klasse Gefühl. Ich stehe am Scheideweg. Gott, was für ein Klischee. Aber es ist wahr. Zwei Wege, beide Kompromiss wie auch Freude. Ein Leben mit Richard, Abenteuer, geistige Herausforderung, vielleicht eine Familie. Doch auch ein Mann, besessen von etwas, das ich nicht verstehe. Und ein Leben voller Verpflichtungen. Den Namen de Mornay aufrechterhalten, unsere Traditionen. Nicht die Familie zu verlieren, die mich großgezogen hat. Was für eine gemeine Wahl. Ich will sie nicht verlieren. Aber ich liebe das Leben, das ich mit Richard begonnen habe. Auch er ist nicht perfekt, aber damit kann ich leben. Wird das genug sein? Welcher Mensch ist schon perfekt? Ja, so eine Wahl ist echt mies, das kann ich verstehen. Die Zeit, die sie bei uns war, ich hoffe, es war genug. Ich hoffe, das war es wert. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt mit ihr passiert? Hat sie dann doch alles stehen liegen gelassen und ist weggegangen? Ist bei ihrer Familie geblieben oder... Ich weiß es nicht. Da haben wir noch was zum Wegschieben und hier haben wir noch ein Buch. Alles ist so gut wie fertig für Fräulein Laras Geburtstagsüberraschungsexpedition. Es war nicht einfach, die Sache zu organisieren und geheim zu halten. Sie ist besessen von Ägypten und lernt Hieroglyphen und alte ägyptische Bezirke. Sie wird sich so über Lord Crofts Idee freuen. Das wird ihr gut tun. Sie ist in letzter Zeit sehr aufmüpfig, aber sie sucht nur die Aufmerksamkeit ihres Vaters. Er vergräbt sich in seiner Arbeit. Bei dieser Gelegenheit können die beiden wieder zueinander finden. Und ich glaube, er braucht das ebenso sehr wie sie. Es war wirklich eine der besten Geburtstage, die ich jemals hatte. Was ein Wort. Das wäre doch was für dieses Hangman-Spiel, wo man das Wort herausfinden muss. Geburtstagsüberraschungsexpedition. Das ist ja mega lang, das Wort. Cool, cool. Das Ding hier können wir verschieben. Ah ja, okay. Jetzt können wir von der anderen Seite da weiter. Was man per Zufall doch immer so herausfindet schon. Die Frage ist nur, muss ich da überhaupt lang? Wo geht's denn hier hin? Ich bin ja direkt hier reingegangen, aber hier geht's noch... Oh, hier geht's nicht weiter. Aber ich habe hier noch einen Brief. Den lesen wir noch vor und dann sage ich mal, das war's dann für den ersten Teil. My Lord, ich hoffe, die Expedition verläuft erfolgreich und Sie sind wohlauf, bevor ich Sie mit geschäftlichen Dingen langweile. Sollten Sie wissen, dass unser kleiner Engel Unfug getrieben hat. Wie üblich habe ich mit ihr Schach gespielt. Im Verlauf des Spiels brachte sie das Gespräch auf ihre Mutter. Sie kann sich kaum mehr an sie erinnern und wollte ins Atelier ihrer Ladyschaft, das sie verschlossen haben, um das Klavier ihrer Mutter zu spielen. Sie wurde natürlich wütend, als sie nicht hinein durfte. Für jemand so Junges sind ihre Gefühle sehr stark. Später am Tag stellte sie mir eine Falle, ausgerechnet in der Kühlkammer. Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte sie mich eingesperrt. Mrs. Sheffield fand mich eine Stunde später zitternd und recht verärgert. Wir brauchten eine weitere Stunde, um Lara zu finden. Ich kenne natürlich all ihre Verstecke, aber diesmal wollte sie nicht gefunden werden. Ich merke, wenn sie verstimmt ist, vielleicht weil ich sie schon so lange kenne. My Lord, wenn ich so frei sein darf, sie vermisst sie schrecklich. Ihr fehlt ihr Vater. Vielleicht könnten Sie baldmöglichst anrufen. Kleiner Engel, Winston. Oh, armer Winston. Ich erinnere mich daran. Ich kann nicht glauben, was ich für ein Gör war. Gott sei Dank hat er mit mir so viel Geduld.
Armer okay. Winston. Ich weiß noch, wie wütend ich war. Er hatte immer so viel Geduld mit mir. Sehr schön. Können wir dann irgendwie speichern? Ein Speicherpunkt neu laden. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwo speichern können. Oder ob das automatisch ständig speichert. Ich warte jetzt nochmal, bis es sich unten dreht und dann... Jetzt dreht es sich unten. Ich nehme an, es hat gespeichert. Das heißt, ja, ich werde jetzt aufhören, weil ich habe noch Nachtschicht. Ich muss in einer halben Stunde wieder los. Ich muss noch meine Sachen packen und sowas. Es ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, viel passiert hier nicht, aber es ist sehr viel Information, Geschichtliches so gesehen. Von der Tomb Raider Geschichte und ich finde es einfach persönlich sehr interessant und es gibt einem halt so ein bisschen Hintergrundwissen und ich bin mal gespannt, ob das sich halt eben auch als hilfreich erweist, wenn man natürlich dann den dritten Teil spielt, Shadow of the Tomb Raider. Also hoffe ich, bleibt ihr mit dabei und seid mit dabei, wenn wir hier weiterspielen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo, damit ihr natürlich auch keine neuen weiteren Informationen verpasst von dem Spiel. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Das war Tomb Raider. Was? Bloodlines? Nee. Bloodtires oder sowas? Ich weiß nicht. Kann man das hier sehen? Nee, kann man nicht. Auf jeden Fall aus den Croft-Anwesen. Mit von Lyra Gameplays als Hobby. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Wir sehen uns demnächst wieder, hoffe ich doch. Tschüss.